Mäh. 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 Muuu. Hey Leute, hier ist die Queen und ja, wir haben wie jedes Jahr in Terra das Farm Festival und jetzt natürlich auch auf der Konsole, wo man verschiedene Sachen machen kann, Dailies machen kann und natürlich Erfolge holen. Ich schaue mit euch alles hier Schritt für Schritt an, die verschiedenen Dailies, die ihr machen könnt, was ihr am Anfang machen müsst und ja, dann wollen wir mal loslegen. So, wie komme ich dahin? Ganz einfach, ihr geht bei einer Hauptstadt zu dem Typen auf dem Teppich, wählt das Farmer Festival aus und los werdet ihr hingeportet. Wie ihr seht, habe ich euch hier eine Karte gemacht, wo ihr die verschiedenen Gemüse seht, wo ihr den Lotus findet, wo die verschiedenen Dailies sind, hier mit Ausrufezeichen und natürlich Ferkelchen, Schaf oder Kuh. Und ja, wir sind ja hier bauernhofmäßig unterwegs. Als erstes, wenn ihr startet mit der ganzen Sache, müsst ihr eine Quest bei der Frau hier annehmen, das ist die Melsa. Ihr müsst eine Kartoffel bringen, aber sie meint eigentlich von jedem Feld ein Gemüse und dann bringt ihr das zurück. Und dann die nächste Quest ist dann bei der Dame, die hier beim Salat steht, da müsst ihr dann einen Salat machen, damit ihr versteht, wie das geht. Ihr seht hier die verschiedenen Kochfelder, die ihr habt. Es steht immer auf dem Rezept drauf, welches Kochfeld ihr braucht. Hier zum Beispiel mache ich Popcorn. Dann habe ich das entsprechende Rezept in meinem Inventar und schaue, was ich brauche. Und hier zum Beispiel brauche ich Butter und Mais. Die Butter kann man bei der Melsa kaufen. Die hat auch noch eine Handelsoption, wo ihr verkaufen und einkaufen könnt. Die Butter dort kaufen, den Mais holen auf dem Feld und dann hier an die Kochstelle stehen und das dann zubereiten. Ihr müsst einfach auf das Rezept klicken. Ganz einfach gemacht. So, und hier zeige ich nochmal kurz die Felder. Also links ist der Brokkoli und ganz rechts sind die Kürbisse. Hier oben drauf habe ich hier eine Chilischote gemacht. Das sind so die Beeren. Und hier oben auf der schwebenden Insel habt ihr den Lotus, wo ihr braucht. So, und jetzt kommen wir zum ersten Daily-Spiel. Ich habe das jetzt Ballspiele genannt. Das ist jetzt einfach ein Spiel, wo man so einen Ball mit einem Skill vor sich her treibt. Die kleinen Fischer da dürfen den Ball nicht berühren, sonst kriegt ihr Punktabzug. Und meine Taktik war jetzt, den Ball im Kreis rum zu werfen oder kicken, was es halt sein soll. Und ja, da kommt ihr gut mit klar, ist ziemlich einfach. Und schaut immer, dass ihr den ersten Platz bekommt, denn ihr bekommt dann noch ein Rezept. Und für den Erfolg ist wichtig, dass ihr alle Rezepte holt. So, und jetzt geht's gleich weiter. Wenn ihr diese Daily gemacht habt, geht ihr am besten wieder in die Mitte. Geht dann hier zum Teleportmeister und teleportet euch zum nächsten Gebiet, zum nächsten Daily. Zur Anmerkung, abends, wenn ihr online geht, werden dann die BAM Arenas an sein und für den Erfolg müsst ihr mindestens dreimal eine Lootkiste öffnen von der BAM Arena. Vergesst das nicht. Ja. So, das nächste Spiel hier ist das Schweinrodeo, habe ich das noch genannt. Auch ziemlich simpel. Ihr müsst wieder mit diesem Skill die verschiedenen Schweine treffen. Die folgen euch dann und ihr müsst sie so einsammeln. Wenn ihr drei Stück mit diesem Skill anvisiert habt und die euch folgen, dann spawnen neue. Ihr könnt das so lange machen, bis die Zeit abläuft. Ich habe hier einfach im Kreis gelaufen. Das ist die beste Taktik. Da verliert ihr keine Schweine. So, dann geht's weiter. Ich möchte euch noch kurz zeigen, wie man hier diese Päckchen aufmacht und was da so drin ist, eben etwas zu trinken oder was zu essen. Das braucht ihr auch für den Erfolg, für den permanenten Flugteppich, dass ihr
Getränke trinkt, dass ihr alle Essen auf diesem Fest esst und dann bekommt ihr diesen Teppich. Also macht das immer, wenn ihr was Neues bekommt. Gleich trinken, essen, was auch immer. So, jetzt geht's wieder ab zum Teleporter. Natürlich zur nächsten Station hin. Hier bei den Schafen angelangt. Da müsst ihr zum Schaf hin, sagen, hey, komm mit. Und dann könnt ihr eigentlich zurückfliegen, dahin, wo es sollte, in diesen Zaunfisch, was auch immer das sein soll, und ihr könnt einfach hier warten. Dieses Vieh läuft durch alles durch, Wände, Taxis, Autos, kein Problem. Das Teil kommt einfach dahin, wo ihr seid, und macht das genau zweimal. Dann habt ihr die Daily erledigt und könnt zurück und eure Belohnung abholen. Hoffentlich natürlich ein Rezept oder irgendwas Gutes, was ihr noch gebraucht, auf jeden Fall. Ich denke, hier bekommt ihr aber meistens Lammfleisch, was halt auch zum Braten da ist und für die Rezepte notwendig. Von hier aus könnt ihr zum nächsten Daily, ich sag dem mal, Kühe bewachen, da müsst ihr hin, nehmt die Quest an und geht ein paar von diesen Hyänen killen. Das sind 5 Stück, wenn ich mich recht erinnere. Hier habe ich einen Stein für eine Hyäne gehalten, aber ja, lassen wir das mal. Und killt die und geht zurück und gebt diese Quest ab. Und ja, das war's dann auch schon mit diesen Dailies. Hier nochmal kurz für den Erfolg, für den Mondteppich. Seht ihr, ihr müsst alle Sachen erledigen, die hier stehen. Also ihr müsst, alle Preise sind mehr. Das heißt, ihr braucht Preise von den Dailies, zum Beispiel vom Ballspielen, vom Schweinrodeo und vom Barmarena. Eben diese 3 Stück. Das habt ihr ziemlich schnell gemacht, die Barmarena. Müsst ihr halt abpassen wegen den Zeiten, aber das kriegt ihr hin, Leute. Und dann natürlich dieses mit dem Essen. Ihr müsst alles essen, mindestens einmal. Und trinken, also jeder Schnaps, Bier, was auch immer es auf diesem Fest gibt, müsst ihr mindestens einmal getrunken haben. Und wenn ihr das geschafft habt, ja, dann kriegt ihr diesen Teppich. Und das ist doch richtig cool, weil ihr kriegt dann auch noch den permanenten Teppich. Wenn ihr das andere Festival-Kanal gibt, auch gemacht habt, habt ihr jetzt den permanenten fliegenden Teppich. So, das war's von mir. Ich habe euch alle lieb. Ich hoffe, es hat euch geholfen, dieses Video. Tschüss, ihr Lieben.